Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt die Werke seiner Hände. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in ungewöhnlichen Zeiten finden manchmal auch ungewöhnliche Aktionen statt. Heute am Palmsonntag wollten wir eigentlich Konfirmation feiern. 11 Jugendliche freuten sich auf diesen besonderen Tag und auf ihr großes Fest. Aber abgesagt. Statt in einer übervollen Kirche stehe ich also nun heute Morgen in einer sehr leeren Kirche, vor mir der Kameramann und Tontechniker Tobias Kofler und oben an der Orgel, wir haben sie gerade schon auf der Flöte gehört, Miriam Kohn. Wir zeichnen diesen Gottesdienst also auf, sodass er im Internet angesehen und auch mitgefeiert werden kann. Gottesdienst am Palmsonntag in Corona-Zeiten. Das erste Lied, das zu diesem Gottesdienst gehört, ist das Lied aus dem Gesangbuch 213. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr, 213, die Strophen 1 bis 3.
Ich spreche ein Gebet. Guter Gott, wir gehen durch eine Zeit der Unsicherheit und Angst. Da ist die Sorge um geliebte Menschen. Da ist die Furcht, sich anzustecken. Da ist die Ungewissheit, wie sich unsere Welt in diesen Monaten verändern wird. Das ist schon jetzt ein grundlegender Einschnitt in unser gewohntes Leben. Wir müssen auf vieles verzichten, das wir gerne tun, um andere Menschen nicht in Gefahr zu bringen. Das belastet uns. Und wir hoffen, dass diese Zeit bald vorübergeht. Dies alles, unsere Befürchtungen, unsere Hoffnungen, unsere Ängste tragen wir vor dich. Du hast gesagt, dass du unsere Gebete hörst. Du hast gesagt, dass wir unsere Sorgen auf dich werfen dürfen. Du hast gesagt, dass du bei uns bist, alle Tage bis ans Ende der Welt, auch in dunklen Zeiten. Wir vertrauen dir. Mitten hinein in unsere Angst schenkst du uns das Leben. Du schenkst uns Musik, Gemeinschaft und die Fürsorge unserer Freunde und Nachbarn. Du schenkst uns Inspiration, Freundlichkeit und Mut. Du schenkst uns den Glauben, die Liebe und die Hoffnung. Dir vertrauen wir uns an, heute und morgen und an jedem neuen Tag. Amen. Das Evangelium für den heutigen Palmsonntag steht bei Johannes im Kapitel 12, die Verse 12 bis 19. Dort wird berichtet vom Einzug Jesu in Jerusalem. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Amen. Und einige Verse aus Psalm 69. Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien, mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Denn um deinetwillen trage ich Schmach, mein Angesicht ist voller Schande. Ich bin fremd geworden meinen Brüdern und Schwestern und unbekannt den Kindern meiner Mutter. Denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Ich aber bete, Herr, zu dir zur Zeit der Gnade. Gott, nach deiner großen Güte erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, denn mir ist Angst. Erhöre mich eilends. Gott, deine Hilfe schütze mich. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und will ihn hoch ehren mit Dank. Amen. Das nächste Lied ist
ein Adventslied und ein Lied für den Palmsonntag. Wie soll ich dich empfangen? Die Nummer 367, besonders die Strophen 1, 2 und 5. Wie soll ich dich empfangen heute am Beginn der Karwoche? Wir wissen ja schon, wie es ausgeht. Jesus auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Esel. Jesus im Kreis seiner Freunde beim letzten Abendmahl. Der betende Jesus im Garten, allein und ängstlich. Und schließlich der Sterbende am Kreuz. Und dann das leere Grab an Ostern. Und doch immer wieder von Neuem zu Beginn dieser besonderen Woche: Wie soll ich dich empfangen? Wie halte ich es aus, das Leiden, den Tod, den Schmerz? Wie stecke ich da selber drin? Wie soll ich dich empfangen? Vielleicht war es gar keine Frage der Menschen, die an den Straßenrändern nach Jerusalem gestanden haben. Sie haben ihre Erwartungen gehabt. Endlich soll der König kommen, der die Fremdherrschaft der Römer beendet und die Gerechtigkeit wieder einsetzt. Der Empfang jubelnd: Hosianna, dem Sohn Davids. Aber dann der Esel. Was für eine seltsame Erscheinung eines Königs.
Und die kümmerlichen Gestalten, die ihm nachziehen, sie haben mit einem königlichen Gefolge nicht viel gemeinsam. So wie Jesus von Nazareth auftritt, irritiert er. Menschen knüpfen Erwartungen an ihn und werden enttäuscht. Manche versuchen, ihn auf eine Rolle festzulegen und bekommen eine Ablehnung. Er lässt sich nicht vereinnahmen. Er nimmt es in Kauf, dass er sich Feinde macht. Die jubelnden Menschen am Straßenrand übertragen ihre Unzufriedenheit mit der Situation in ihn hinein. Aber er entzieht sich, kommt nicht triumphal, stellt keine Truppen auf, ruft nicht zum Aufstand auf. Demütig reitet er auf einem Lasttier der einfachen Menschen und hinter sich eine verstaubte und abgerissene Schar von einigen Fischern. Er stellt alles in Frage, durchkreuzt Wünsche und Erwartungen. Wenn Menschen das erleben, dass Erwartungen so durchkreuzt und nicht erfüllt werden, erscheint die Unzufriedenheit an der eigenen Situation umso drängender. Wut kann entstehen. Warum ändert er nichts, wenn er es doch könnte? Und so ist der Umschlag der Stimmung nicht weit. Wenn die großen Erwartungen an die Hilfsmaßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise nicht gut wirken sollten, dann wird es unruhig werden in unserem Land. Zwischen dem Hosianna und dem Kreuzige ihn liegen nicht einmal 7 Tage. Enttäuschte Erwartungen können dazu führen, dass Verantwortung verschoben wird. Um mich selbst nicht mehr als Opfer zu fühlen, mache ich einen anderen zum Opfer. Und in der Nacht zum Karfreitag geschieht es, dass der Unschuldige weg muss, um die Ordnung der Welt scheinbar wiederherzustellen. Warum ist das so, frage ich mich. Warum gibt es bei Menschen diese Dynamik, einen Unschuldigen dem Tod auszuliefern, von dem sie sich doch so Großes erwartet haben? Auch der Predigttext für den heutigen Palmsonntag berichtet Ähnliches. Es ist das 3. der später sogenannten 4 Gottesknechtslieder. Diese Texte sind gesammelt im Buch des Propheten Jesaja und sie spiegeln das Schicksal eines unbekannten Mannes, des Gottesknechtes, der seine Berufung durch Gott erfährt und dieser Berufung treu bleibt, auch durch Widerstände und Leiden hindurch. Wer ist dieser, haben die Menschen sich sicher auch damals bei ihm gefragt. Das Schicksal dieses unbekannten Gottesknechts ist mit dem Schicksal Jesu von Nazareth verglichen und verbunden worden. Christinnen und Christen haben die Gottesknechtlieder als eine Ankündigung des Leidens und Sterbens Jesu gelesen und mit diesen Texten die Passion Jesu gedeutet. Wir wissen nicht, wer er war, aber seine Erfahrungen berühren. Hören wir den Predigttext aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 50. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht, wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde.
Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen. Motten werden sie fressen. Er weckt mich alle Morgen. Das Lied Jochen Kleppers ist eine Nachdichtung dieses Textes. Morgen für Morgen von Gott geweckt werden. Morgen für Morgen mit Gott beginnen und ihm Ohr und Zunge zur Verfügung stellen. Mit den müden Reden zur rechten Zeit, den Erschöpften ein Wort der Ermutigung und des Trostes sagen. Was für eine schöne Aufgabe. Der Knecht hat die Aufgabe der Seelsorge an den Menschen, wie jede Pfarrerin und jeder ehrenamtliche Mitarbeiter der Kirche. Sich denen zur Verfügung stellen, die mir heute begegnen. So tut es der Samariter in Jesu Gleichnis, so tut es auch Jesus selbst in den Erzählungen der Evangelien. Und so tun es unzählige Menschen heute, Hauptamtliche, Nebenamtliche, Ehrenamtliche, segnend, heilend, verkündigend. Gerade in diesen merkwürdigen Tagen, wie gut tut das, miteinander doch in Kontakt zu bleiben, jemandem ein gutes Wort per Telefon zu sagen oder auf dem Smartphone zu schreiben oder auch wieder auf Postkarten oder Briefe zurückzugreifen. Das Mittel ist das Wort, nicht eine Medizin. Wir kommen mit leeren Händen, bringen nur uns selbst und stellen uns mit in die Verantwortung und stellen uns als Hilfsbereitschaft zur Verfügung, mit geöffnetem Ohr und geöffnetem Herzen. Nun könnte die Predigt hier aufhören. Die Jüngerin, der Knecht Gottes, übt Seelsorge und hilft denen, die es brauchen. Eine schöne Aufgabe, wohltuend und befriedigend. Denn wir sind da, wo die Menschen sind, auch wenn die Umstände schwierig sind. So wie Jesus es war. So wahr das ist, so verstörend sind die Worte, die folgen. Das Schicksal des Gottesknechts, der seinen Rücken und seine Wangen hinhält. Es erinnert an das Schicksal des Jesus von Nazareth, dem wir in der Karwoche nachdenken. Warum kann es nicht einfach gut sein? Warum können wir uns nicht einfach Gottes Kraft zur Verfügung stellen? Warum folgen Schläge, Spott, Demütigungen? Warum schreien die Menschen, die erst doch jubelten, einige Tage später, kreuzige ihn und lassen sich beeinflussen und drängen, den Unschuldigen zur Sprache zu bringen, zur Strecke zu bringen? Warum muss ein Unschuldiger leiden und sterben? Der Gottesknecht, Jesus. Eine einfache Antwort gibt es nicht. Ich finde eine Ahnung davon in zwei kurzen Gedanken in unserem Predigttext. Ich höre, wie ein Jünger hört. Das ist das eine. Und das andere ist, ich weiche nicht zurück. Ich höre, wie ein Jünger hört. Der Gottesknecht ist niemandem verpflichtet als Gott allein. Er hört nicht auf die Einflüsterungen seiner eigenen Bedürfnisse, wägt nicht die unterschiedlichen Meinungen ab, die an ihm ziehen. Und er verteilt seine Gunst nicht nach Gewinn. Er redet mit den Müden, egal aus welchem Milieu sie stammen, ob sie reich sind oder arm, Mann oder Frau. So wie Jesus sich nicht hat davon abschrecken lassen, ob jemand ein Zöllner oder eine Sünderin war, ein Kind oder ein Erwachsener. Der Gottesknecht bleibt, wie Jesus, seinem Auftrag treu. Er lässt sich nicht verunsichern. Jesus reitet in die Stadt auf einem Esel. Er geht in den Tempel und vertreibt die Händler.
Er stellt aber keine Armee zusammen, sondern fragt nach Gottes Willen. Morgen für morgen neu. Ich weiche nicht zurück. Er bleibt auch da treu, wo seine Botschaft der allgemeinen Meinung, was man eben so denkt und tut, wo sie dem widerspricht, weil er niemandem anders als Gott verpflichtet ist, muss und will er seiner Botschaft an keiner Stelle etwas nachgeben oder aufgeben. Seine Prioritäten sind klar und gewiss. Und wahrscheinlich macht ihn gerade diese Haltung für Menschen unbequem. Er geht keine Kompromisse ein, verbiegt sich nicht. Er gibt nicht nach um des lieben Friedenwillens willen. Er zeigt Stärke, zeigt Gesicht, macht seine Stirn fest wie einen Kieselstein. Weil auch Gott in seinem Auftrag so klar ist, lässt er sich nicht von denen vereinnahmen, die ihn für ihre Zwecke einsetzen wollen. Er bleibt klar. Seine Maßstäbe sind fest, unverrückbar. Seine Mitte ist gesetzt. Ich weiche nicht zurück. Nicht vor Pilatus und auch nicht vor dem hohen Priester. Ich gehe meinen Weg. Beide, der Gottesknecht wie Jesus, bieten eine Angriffsfläche. Auf jemanden, der so treu bei sich und seinem Auftrag bleibt, können alle Unsicherheiten und Aggressionen übertragen werden. Wer niemandem nach dem Mund redet, schafft sich Gegner, die umso erbitterter sind, je radikaler die Botschaft ist. So schafft schon die seelsorgerliche Haltung des Gottesknechts Gegner, die seine Zuwendung und Hinwendung zu den Menschen vielleicht als Schwäche verstehen und verachten. Schwäche ist schwer auszuhalten, wenn ich meine eigene Schwäche verstecken muss. Die Ohnmacht, die Jesus mit seinem Einzug nach Jerusalem auf den Esel verkörpert, wirkt als Herausforderung und Angriff, weil sie den starken Mann in Frage stellt und mit der eigenen Ohnmacht schmerzhaft in Berührung bringt. Jesus ist diesen Weg der Ohnmacht und der Zuwendung zu anderen konsequent zu Ende gegangen. Er ist nicht ausgewichen. Damit spiegelt er, ebenso wie der Gottesknecht, den Menschen ihre eigene Schwachheit und Ohnmacht. Beide werden um ihres Auftrags willen zu Märtyrern. Im Dienst des Lebens geben sie ihr eigenes Leben hin und verschenken sich. Sie nehmen den Schmerz, das Leid, ja sogar den Tod in Kauf. Und mit ihrer Standhaftigkeit entlarven sie die Mechanismen der anderen. Wenn ein Unschuldiger leidet, wird die Schuld der anderen umso offensichtlicher. Und nach dieser Woche zwischen Hosianna und Kreuzige ihn, wird Gott mit dem Beginn der neuen Woche und mit der aufgehenden Sonne sein Urteil sprechen. Das Leben wird sich durchsetzen. Die Schuld hat ebenso wenig das letzte Wort wie der Tod. Wie soll ich dich empfangen? Das war die Frage zu Beginn. Und ich höre noch einmal hin, lass dein Ohr wecken, morgen für morgen. Verlass dich ganz auf mich. Diene mir und halte deine Schwäche nicht mit Gewalt unter Verschluss. Sei gewiss, ich bin treu, auch wenn es zwischendurch nicht so aussieht. Geh deinen Weg und diene dem Leben. Lass dir an meiner Gnade genügen. Hör hin wie ein Jünger, eine Jüngerin. Ich bin dir nahe und helfe dir. Dieses Vertrauen stärke Gott in uns.
der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Es folgt das Lied 574, Er weckt mich alle Morgen. Wir bringen noch einmal unsere Gedanken und unsere Anliegen vor Gott. Hosianna singen wir dir zu, Jesus Christus. Du gehst dem Tod entgegen und hörst, wie die Menschen dir zujubeln. Wir singen dir Hosianna zu, Jesus Christus, und bitten dich, höre auch, wie Weinen und Klagen den Jubel verdrängen. Die Kranken weinen vor Schmerzen, die Trauernden klagen
und vermissen die, die sie geliebt haben. Höre uns und wisch die Tränen ab. Wir singen dir Hosianna zu, Jesus Christus, und bitten dich, höre auch, wie Empörung den Jubel verdrängt. Die Jugendlichen sind wütend, die Machtlosen fragen danach, wann die Mächtigen ihrer Verantwortung gerecht werden. Höre uns und gib den Mutigen langen Atem. Wir singen dir Hosianna zu, Jesus Christus, und bitten dich, höre auch, wie Spott den Jubel verdrängt. Die Starken verachten die Schwachen. Die, die sich für unverletzlich halten, säen Hass. Höre uns und schaffe deinem Frieden Raum. Wir singen dir Hosianna zu, Jesus Christus, und bitten dich, höre auch, wie Enttäuschung den Jubel verdrängt. Die Suchenden sehnen sich danach anzukommen. Die Verklagten hoffen auf Gerechtigkeit. Höre uns und zeige du den Weg zum Leben. Wir singen dir Hosianna zu, Jesus Christus, und bitten dich, höre uns und alle, die in dieser Woche aus deinem Leiden Hoffnung schöpfen. Wir legen die Menschen, die wir lieben, in deine Hand. Segne sie und behüte sie. Und wir bitten dich, schenke uns Kraft und Zuversicht und beschütze uns in dieser Zeit. Amen. Ich spreche das Gebet, das uns alle miteinander verbindet. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Schluss das Lied, das nun zu der Karwoche passt, 449, Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken.
am Ende dieses Gottesdienstes die Bitte um den Segen Gottes. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über uns und gebe uns Frieden. So segne und bewahre uns der gütige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal.